Ich begrüße alle sportbegeisterten und sportinteressierten Zuschauer des Sportstudio der Hansestadt. Heute und hier ein ganz besonderes Thema, Schläger und Ball. Sie werden gleich merken, das heißt der sogenannte Tennissport. Und als mein Gesprächspartner ab 2008 der Ehrenvorsitzende des Tennisclubs Stendal 1912 e.V., kurz TC Stendal 1912 genannt. Heute und hier begrüßen Sie mit mir ganz herzlich die Legende des Tennissports, langjähriger Aktiver. Ich grüße dich, Peter Karl Schmidt. Grüße dich auch. Peter, ich darf du sagen, das ist ja klar. Ja? Aber damit man dich auch irgendwann mal wieder dann später hier im Archiv findet, habe ich noch bewusst das Entscheidende dazu gemacht und habe deinen Familiennamen gesetzt. Liebe Tennisfreunde, aufgepasst, wir ackern uns jetzt hier in der nächsten Stunde durch eine historische Tenniszeit von über 100 Jahren durch. Das heißt, die Gründung, bekanntlich, so wie der Tennisclub genannt wird, TC Stendal 1912, bedeutet natürlich, heute sind schon wieder 103 Jahre. Peter, du bist heute erschienen, um mit mir gemeinsam über diese Geschichte zu plaudern. Ich begrüße dich ganz herzlich und sage, mit 81 Jahren ist es eigentlich an der Zeit, dass man das, was man so viel im Leben selber mit aufgebaut hat, mal irgendwo vor einer Kamera hier zum Ausdruck bringen kann. Deine Geburt war ja nicht gleich dein Einstieg im Sport allgemein und speziell im Tennissport, sondern dazwischen gab es ja auch noch viele andere Stationen in deinem Leben. Erzähl uns kurz was aus deinem Leben, Peter. Ich bin ja kein Stendaler, kein gebürtiger Stendaler. Ich bin eigentlich in Dresden geboren, 1934, und bin lange Jahre in Dresden auch auf dem Tennisplatz schon gewesen, aber bin nach dem Studium zuerst nach Erfurt, dann nach Berlin gegangen und bin in Berlin über 35 Jahre bei der Deutschen Reichsbahn tätig gewesen, in der ich in dem Eisenbahnsignal- und Sicherungswesen eine, na, sag mal, mittlere verantwortliche Funktion hatte. Ich war Produktionsleiter und später amtierender Direktor vom Signal- und Fernmeldewerk der Deutschen Reichsbahn. Im Zuge der Veränderungen unmittelbar vor und nach der Wende ist unsere damalige Dienststelle aufgelöst worden. Und wo war denn der Sitz, wenn ich mal zwischendurch frage? Der Sitz war Berlin-Markgrafendamm. Aha. Und ich bin dann im Zusammenhang mit meiner jetzigen Frau nach Stendal gekommen und bin seit 1992 in Stendal ansässig. Genauer gesagt, vom 01.01.1992 bis heute, also über 23 Jahre, bin ich jetzt Stendaler und fühle mich hier in Stendal eigentlich auch recht wohl, muss ich sagen. Ich bin seit meinem 7., 8. Lebensjahr irgendwie mit dem Tennissport verbunden. Ich habe erst mal Fußball gespielt und Handball und Faustball und Tischtennis. Und dann bin ich dadurch zum Tennis gekommen, dass meine Oberschule in Dresden so gelegen war, dass man, wenn man wollte, am Tennisplatz Lok Dresden in Raik vorbeikommen konnte. Und das habe ich auch dann manchmal gemacht. Und bin dann 1950, 51 etwa in Dresden direkt Mitglied von Lok Dresden geworden und bin das geblieben bis zu meinem Weggang. Nach dem Studium bin ich zuerst nach Erfurt und dann nach Berlin und habe dann auch in Erfurt und später in Berlin bei Lok Schöneweide Tennis gespielt. Aber nicht nur gespielt, ich war dann auch Sportverantwortlicher mit. Ja. Und eine Weile war ich auch Sektionsleiter Tennis bei Lok Schöneweide und habe dort auch eine ganze Menge von solchen Veranstaltungen mit organisiert,
die mit dem Eisenbahner-Tennissport im Zusammenhang standen und war dann auch in der sogenannten zentralen Fachkommission Tennis der Verantwortliche, der in Berlin dann so die Fäden in der Hand gehabt hat. Das lief eigentlich alles recht gut. Tennis war ja keine olympische Sportart. Richtig. Und wir gehörten zu der Sport-2-Gruppe. Ja. Das hatte wesentliche Nachteile, was die Förderung anlangte. Das hatte aber auch Vorteile, dass nicht zu viel von den entsprechenden Gremien in unsere Arbeit hineingeredet und gehandelt wurde. Und so konnten wir im Schatten verschiedener anderer Möglichkeiten immer unsere Turniere organisieren. Wir haben jedes Jahr eine Bestenermittlung der Eisenbahner durchgeführt. Wir waren anfangs sogar in der Eisenbahnerauswahl, die an internationalen Eisenbahnermeisterschaften teilgenommen hat, sind aber dann, nachdem die Regelung mit Sport 2 so richtig wirksam geworden war, das war 1971, 72, nicht mehr in den Kreis der Sportarten einbezogen worden, die dann an den Eisenbahnermeisterschaften teilgenommen haben. Also Sport 2 war, um das nochmal für unsere Zuschauer hier zu sagen, war dann damals, dort waren geführt die Sportarten, die keine olympischen Disziplinen waren. So ist es richtig. Dazu gab es noch einen Sport 3, wo man sagt, das ist der Volkssport damals gewesen. Oder? Da kenne ich keine Verbindung. Alles klar. Aber Sport 1 war olympische Disziplin. Sport 1 war olympische Disziplin. Und Sport 2 waren die nicht- oder außerolympischen Disziplinen. Mhm. Es gab mal ein kleines Hin und Her, dass die eine Sportart mal, weil sie sehr, sehr gut war, mit einbezogen wurde. Basketball war das mal. Aber ansonsten sind wir eigentlich bis zur Wende Sport 2 geblieben und sind darüber nicht besonders traurig gewesen. Wir haben auch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten gehabt, Sport zu betreiben und waren mehr oder weniger in sehr kameradschaftlicher und sportlicher Weise in den einzelnen Vereinen zusammen. Es gab damals in der DDR 22 Vereine, BSG, Betriebssportgemeinschaften, in denen es eine Sektion Tennis gab. Ja. Mehr waren das nicht. Und dazu gehörte Stendal. Und dazu gehörte Stendal, dazu gehörte Magdeburg, dann war im Harz, im Thüringen, Eisenach, Erfurt und dann überall so ein bisschen, aber nicht allzu viele. Ja. An sich der Schwerpunkt war der Raum Halle bis in den Harz hinein, wo die meisten. Du erzähltest vorhin von diesen Eisenbahnermeisterschaften. Wurden die auch mal in Stendal ausgetragen? Nein. Die Eisenbahnermeisterschaften der allgemeinen, das heißt der jungen Leute, die wurden meistens auf Plätzen ausgetragen, auf Anlagen ausgetragen, die mehr Plätze hatten. Stendal hatte nur 4 Plätze und das war einfach zu klein um solche großen Turniere. Mhm. Das waren ja Teilnehmer über 100. Wir haben dann in A und B-Klasse gespielt und haben in der ersten Zeit immer versucht, das an die Ostsee zu legen und haben dann in Kühlungsborn, in Binz, in Selin haben wir dann Turniere veranstaltet. Stendal war aber mal an der Reihe für das dann später ins Leben gerufene Seniorenturnier. Während dann die von unten über Junge nachkamen, mussten ja die Eltern auch irgendwie ihren Sport weiter ein bisschen wettkampfmäßig betreiben können. Und dann haben wir Seniorenturniere organisiert und da war Stendal auch schon mit dabei. Ich war damals auch mit in Stendal. Ja. Hatten wir ein ganz eigenartiges Erlebnis. Es hat bei diesem Turnier, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Jahr das war, geregnet. Und die Plätze waren sehr, sehr nass. Und da Stendal ja nur auf die 4 Plätze hatte, musste das Turnier auf den Plätzen durchgeführt werden. Und da hat dann der damalige Verantwortliche, Manfred Augustin, Katalysator besucht. Besorgt und wir haben dann die Plätze regelrecht abgebrannt mit dem Zeug, damit sie dann wieder ordnungsgemäß bespielt werden konnten. Das war eine Besonderheit, die wir nicht als alltäglich und auch nicht als wiederholbar gesehen haben. Heute wäre das wahrscheinlich nicht mehr möglich, weil man dann die Umweltschützer auf den Plan rufen würde. Richtig, auf den Plan, aber trotzdem
zeigt das immer wieder, diese Beispiele. Wir haben diese oft gehabt im Sportstudio. Wir waren doch eigentlich erfinderische Menschen. Wir haben doch, ich sag mal, aus Notsituationen mitunter, und das war ja eine Notsituation, so viele gute Dinge gemacht und ich sag mal, auch diesen Sportbetrieb dadurch für diese Geschichte, die du hier eben dargestellt hast, aufrechterhalten. Man kann also nur aus der alten Zeit sagen, wir brauchten nicht immer die hundertprozentigen Lösungen, sondern es sind Lösungen entstanden, ich sag mal, mit kleinen, ganz kleinen Mitteln, um bestimmte Dinge wieder ins Leben zu kriegen. Das ist richtig. Das ist ganz typisch für diese Zeit und das ist auch eine ganz tolle Sache für diese Zeit. Aber historisch gesehen, wenn wir jetzt über 100 Jahre sprechen, gibt es ja eigentlich noch viel mehr, was Stendal auf diesem Gebiet jetzt nachzuweisen hat. Es gibt ja die graue Eminenz, und das warst du unter anderem, mit federführend, die ja dieses wunderschöne, ich halte es mal hoch, diese wunderschöne Festschrift hier erarbeitet haben. Man kann ja sagen, ein Chronikmaterial, was jeder, wenn er es in die Hand nimmt, und ich habe es in der Hand gehabt, letztendlich dahingehend positiv benutzen kann für die Entwicklung des Tennis, weil ihr ja doch, ihr habt ja Stein für Stein, Mosaik für Mosaik, habt ihr ja die Tennisentwicklung zusammengetragen. Vielleicht kannst du heute im Sportstudio, weil das sehr interessant ist für unsere Zuschauer, mal so diese historische Entwicklung des Tennissports, denn ihr heißt ja Tennisclub 1912, kannst du das mal ganz kurz darstellen? Also kurz heißt, 103 Jahre kann man nicht kurz darstellen, ich weiß, dazu braucht man eine extra Sendung. Ja. Aber wie verlief das so mit der Entwicklung des Tennissports in Stendal? Das fing eigentlich in dieser Form, über die wir jetzt reden, in dem Moment an, wo wir uns von der BSG oder ESV Lokomotive Stendal trennen mussten, aus, sagen wir mal, logischen Gründen. Wir hatten noch 4 ehemalige Eisenbahner unter unseren knapp 100 Mitgliedern und haben dadurch das Ergebnis für Lok Stendal sehr verfälscht. Und damals gab es noch Unterstützung durch die Bahn, ich sage jetzt mal Allgemeinbahn, es war die, ganz früher bei uns war es die Deutsche Reichsbahn, dann war es die Deutsche Bundesbahn. Und das hätte Schwierigkeiten ergeben. Deshalb wurde mit dem damaligen Leiter, ESV-Leiter Peter Stolz in meiner Person abgestimmt, dass wir uns als Stendaler Tennisspieler einen eigenen Verein geben. Und für den mussten wir einen Namen suchen. Ja. Und ich habe aus irgendwelchen Unterlagen von früher ein altes Jahrbuch von 1931. Und da steht ein Tennisclub für Stendal drin, nicht allein Tennisclub, sondern HTC Stendal 1912, Hockey- und Tennisclub 1912. Mhm. Und wir haben dann gesagt, wenn wir nun schon einen neuen Verein gründen müssen, dann stellen wir auch die Verbindung zu den Wurzeln unseres Vereins her und haben uns dann TC 1912 Stendal genannt, ohne aber irgendeine Information oder Unterlage zu haben, was zwischen 1912 und sagen wir mal 1946, 47 gewesen ist. Denn zu 46, 47, 48 sind wir ja dann schon mit der Bahn in Verbindung gebracht worden. Und als 1950 die BSG-Lokomotive Stendal gegründet wurde, waren wir ja dann schon eine Sektion in diesem Gründungsdokument. So, als nun das Jahr 2012 herankam, mussten wir irgendwie versuchen, noch ein paar Unterlagen zu finden. Da bin ich ins Stadtarchiv gegangen und habe großes Glück gehabt, bei Frau Habendorf ein Band der damaligen Zeitungen zu finden von 1937. Und da war im September und auch schon teilweise im August eine große Artikelserie drin über Tennis in Stendal. Und zwar wurde da das 25-jährige Jubiläum des Tennisclubs Stendal gefeiert. Das war für uns erstmal ein Beweis dafür, dass es in Stendal mit Tennis schon viel gegeben hat. Ja. So, und dann haben wir da weiter geforscht.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir nämlich alle der Meinung, dass es zu der Zeit um 1930 bis zum Zusammenbruch einen Eisenbahnersportverein im Tennis gab. Die Tennisplätze waren aber nicht da, wo unsere heute sind, sondern lagen am Bahnhof Stendal in der Nähe des Turms. Da waren zwei Plätze. Ja. Und dort war die ehemalige der Verein Tennis, Eisenbahner-Tennis gewesen. So. Der ist aber im Kriege auseinandergefallen und auch nach 1945 nicht mehr ins Leben gerufen worden. Und in der Zwischenzeit war die Anlage, die wir heute noch bespielen, errichtet worden. Ganz kurz zusammengefasst, 1912 hatten wir keine Anlage. Da durften wir dann auf einer Anlage spielen, die südlich des Arnimer Damms 5 Plätze hatte, die aber heute nicht mehr existiert, weil die in den Jahren 1916, 17, 18 zu Kartoffeläckern umgewandelt wurde. Später hat dann der damalige Mühlenbesitzer einen Platz gebaut für seine Angestellten praktisch, und da durften dann die vom HTC damals noch mitspielen. Und das reichte aber dann in den Mitte der 20er Jahre überhaupt nicht mehr aus. Ja. Es wurde dann erst einer und unmittelbar darauf zwei weitere Plätze gebaut. Und ab 1928 hatte der damalige HTC 3 der Plätze, die heute noch im Prinzip existieren. Ein paar Jahre später wurde dann der 4. Platz dazu gebaut. Und so wie diese 4 Plätze existieren sie heute wieder. Ja. Denn auch diese Anlage war im Krieg dann, also zu Ende des Zweiten Weltkrieges, völlig verwahrlost. Und dann haben sich 46, 47 die wenigen Tennisfreunde, die in Stendal noch da waren, zusammengetan und haben angefangen, diese Anlage wieder aufzubauen. Und ab 1950 konnte dann auf den 3 Plätzen erstmal schon wieder Tennis gespielt werden. Und wir haben noch Unterlagen, aus denen hervorgeht, gegen wen sie gespielt haben. Das habe ich alles in meinem großen Unterlagen. Was du da gefunden hast mit dem HTC ist interessant. War mit dem H Hockey, war der Rasenhockey mit dir? Ja, da war das Rasen. War Rasenhockey. Und das existierte bis 1929, und ja, dann war die Bedeutung von Hockey so weit zurückgegangen, dass die Vereinsleitung dann entschieden hat, wir heißen ab diesem Zeitpunkt nur noch TC Stendal 1912. Dann wurde das H rausgenommen. Das heißt, wenn man jetzt eure Festschrift, ich will da jetzt nicht drin blättern, aber ihr habt ja auch diese Abbildung, ihr habt ja diese 25 Jahre Tennisclub, ja, damit geht es ja alles los, ja? Spitzenspieler am Start, ja, das habt ihr als Dokument, da kann man auch gleich wieder sagen, Dankeschön dem Stadtarchiv. Du hast ja auch mit denen hervorragend zusammengearbeitet. Ja, mit der Frau Habendorf. Dankeschön an dieser Stelle, weil ja letztendlich da die Wurzeln entdeckt wurden und ihr ja letztendlich auf diese Wurzeln basierend diesen Tennisclub wieder aufgebaut, ja, habt. Und wenn ich sage, wieder aufgebaut habe, wo war dann nach und vor, also erstmal vor und nach der Wende, wo wart ihr da ansässig? Also vor der Wende, also zur DDR-Zeit, wurde wo Tennis gespielt in Stendal? Wurde schon auf 2 Anlagen gespielt, ja, die damals kleinere, auf der heute Einheit spielt. Und unsere Anlage, die noch an der gleichen Stelle, an derselben Stelle sich befindet, wie damals, als die Vereinsmitglieder des Tennisclubs Stendal das Land unmittelbar neben der Bahnstrecke gekauft haben. Die haben das regelrecht gekauft, ja, waren auch Besitzer bis 1945 und sind 1945 durch die sowjetische Militäradministration enteignet worden. Und in Stendal sind dann zu der damaligen Zeit viele Anlagen in die Regie der FDJ übergegangen, aber diese Anlage von uns nicht,
sondern die ist bei der Stadt geblieben. Und so sind wir auch heute noch eine städtische Anlage, die zwar in den Jahren vor der Wende ausschließlich durch die Deutsche Reichsbahn und durch das RAW Stendal genutzt wurde, die aber eben als Anlage immer städtisch geblieben ist. Mhm. Interessant. Ja. Zu diesem Tennisclub noch mal eine Frage. Wenn man jetzt historisch noch mal reinblickt, dann stellt sich ja auch die Frage, welche Menschen haben damals Tennis gespielt in Stendal? Welche Menschen spielen heute Tennis? Weil ja eigentlich immer Leute auf der Straße sagen, ja, Tennissport ist ja was, ist ja kein Sport für die Armen, sondern ist ja Sport für die Reichen. Ich möchte das heute mal entgraten und möchte sagen, es geht hier ja nicht um Arm und Reich, sondern es geht ja um Sport. Ja. Und wie war denn so die Struktur damals, als der Tennis in Stendal losging? Und wie ist die Struktur heute, um das mal zu entgraten, dass wir nur bedacht sind darauf, dass Leute so einen Schläger in die Hand nehmen, die Lust haben, eben Tennis zu spielen, ja, weil das eben eine wunderschöne Ballspielart ist. Ne, Ballspielart ist auch, glaube ich, falsch, ne? Ja, doch. Könnte man sagen, ist Ballspiel. Ist eine Ballspielart. Ja, ja. Ja. Und es ist eine Ballspielart, die man bis ins hohe Alter treiben kann, ja, weil man auf jeder Alters- und Leistungsebene irgendwelche Partner findet oder Partnerinnen, ja, mit denen man zusammen diesen Sport betreiben kann. Ihr seid ja auch immer alle schick gekleidet. Naja, gut, das ist schick nun... Schick in White, in Weiß und so. Ja, das ist aber nicht mehr so. Nein, das ist durch das Profitennis hat sich das ganz stark gewandelt. Und wenn man heute die internationalen Turniere ansieht, ob das Wimbledon, Roland Garros, ja, oder andere, ja, ist, dass da spielen nur noch, in Wimbledon müssen sie mit Weiß spielen, ja? Ja, ja, aber bei den anderen Turnieren ist alles farbig gekleidet. Gelbe Schuhe, rote Schuhe, alles so was früher unmöglich war. Ja. Es gab noch Zeiten in der DDR, als wir, als der Tennisverband der DDR Jugendspiele organisiert hat, und die Jugendlichen ja immer schon noch mal geguckt haben, was können wir da ein bisschen Moderneres anziehen. Ja. Die durften mit einer nicht dem Weiß entsprechenden Kleidung nicht am Turnier teilnehmen, an den Landesmeisterschaften, aha, nicht. Da wurde ganz streng darauf geachtet. Das war sicherlich übertrieben. Manches war auch gar nicht ganz so unbedeutend, denn wenn man heute auf den Tennisplatz kommt, dann kann man eben ganz normale Trainingskleidung feststellen und, ja, man muss auf der anderen Seite sich sogar die Schuhsohlen anschauen, ob die an den Schuhen, die die Kinder und Jugendlichen anhaben, überhaupt für den Tennisplatz zugelassen werden können. Aha. Denn die Platzdecke ist ja immer noch ein bisschen empfindlich, ja, wenn es sich nicht um Kunstbelag oder so was handelt. Aha. So, und um auf die Frage zurückzukommen, wie das zu DDR-Zeiten waren, sicherlich gab es häufig Menschen, die etwas vermögender oder im Beruf etwas weiter oben angesiedelt waren, die Tennis gespielt haben. Es gab, ja, aber genauso die anderen. Und es gab viele, die keine großen Einkünfte hatten, die sich das Tennisspielen leisten konnten. Ich hatte auch keine großen Einkünfte und bin in Dresden, wo ich angefangen habe, dann einfach auf den Tennisplatz gegangen und habe dann auch eine gute Unterstützung durch den damaligen Trainer erfahren. Und es gab und es gibt auch heute solche, die das alles noch im Rahmen betreiben. Und wir sind, ja, alles wirkliche Amateure. Wir das kriegen ist ja, richtig. Ja, wir kriegen ja, ja, kein Geld für irgendetwas. Ja. Im das Gegenteil. Heißt, ich habe hier heute einen Amateurschläger. Ja, das ist sowieso ein, das, ja, ist ein DDR-Amateurschläger. Ja, der stammt von der Firma, ja, Attaché Gandre. Ja, den habe ich bewusst mitgebracht. Germina war eine sehr gute Sportfirma zu DDR-Zeiten. Genau. Und die Schläger waren eigentlich gar nicht so schlecht, bloß wie das eben war. Alles, was bei uns in der DDR gefertigt wurde, das war eben nicht ganz so gut wie das, was von der anderen Seite, richtig, kam. Vielleicht halten wir beide den Schläger nochmal hoch und grüßen heute Günter Nahstedt. Weißt du warum? Ja, Günter Nahstedt hat uns einen Heimtrainer übergeben, den ältesten Heimtrainer der ehemaligen DDR. Aha. Und der wurde genau da fabriziert bzw. da hergestellt.
wo dein Schläger, den du uns heute freundlicherweise hier zur Verfügung gestellt hast, hergestellt wurde. Das heißt, der wurde in der Firma Germina gebaut, dieser Heimtrainer. Und deswegen wunderte ich mich schon, seitdem der Schläger hier lag. Bitte an dieser Stelle, schöne Grüße und vielen Dank. Du siehst, Germina ist überall, ne? Alte DDR-Zeit. War überall. Ja, war überall. Aber es ist, er lebt noch, er ist gut gebunden, er ist gut geleimt. Spielst du mit dem heute noch? Nein, das könnte man wirklich, ich meine, ich kann mit dem den Ball schlagen, aber du kannst mit dem Schläger gegen einen gleichwertigen Gegner, der heute mit modernem Schlägermaterial auftritt, überhaupt nicht bestellen. Okay. Das ist eine ganz andere Entwicklung heutzutage. Die Schläger sind auch viel leichter, die wir heute haben, sind wesentlich elastischer. Und die Materialien, ihr wisst ja alles, was das für Materialien sind, sind mit denen hier nicht mehr zu vergleichen. Das ist ein richtiges Museumsstück. Das ist in Ordnung. Bei uns sind so Dinge immer sehr und welche Geschwindigkeiten entwickelt ihr denn so mit so einem Ball von damals und von heute? Ich meine, wenn du sagst, da liegt schon in dem Material gibt es schon Unterschiede bei diesen Tennisschlägern. Was entwickelt ihr dann so wie Schau an, wenn heute so ein Turnier abgewickelt wird und es wird ja heute auch die Geschwindigkeit der Aufschläge gemessen. Ja. Und die guten, leistungsstarken Spieler der Spitzenklasse, der Weltspitze, die fabrizieren mit so einem Schläger einen Aufschlag, der so 210, 215 Stundenkilometer hat. Hut ab. Ja, und wir als mehr Freizeitsportler, wir kommen vielleicht auf 130, 140 Stundenkilometer. Solche guten Spieler wie Janosch Riedlinger, der kommt eben auf 155, 160. Ja, aber vielmehr mit modernen Schlägern kriegen wir nicht auf die Reihe. Und mit denen ist es vielleicht zwei Drittel, wenn es hochkommt. Zwei Drittel? Ja, mehr nicht. So viel macht das aus? Ja, so viel macht das enorm aus. Enorm. Ja, das ist 210 km/h, wenn ich das so überlege. Es gibt der Weltrekord. Es sind ja so einige schicke Autos auf der Autobahn in der heutigen Zeit. Der Weltrekord liegt über 220 km/h. Ja. Und ich hatte da mal eine Sendung gesehen, um das mal einzuflechten. Da war die Pechmarie des Tennis, die ja nun leider nur Vize wurde. Ich komme jetzt aber leider nicht auf den Namen. Dort wurde zwischen Gottschalk und zwischen, wie heißt er? Die haben so sein bester Freund, die haben dann die Geschwindigkeit gemessen. Und die hat vorgeschlagen, die hat er ja auch so. Ich glaube, 170 hatte die auch in ihr Pack. Die guten Frauen, ich weiß nicht genau welche, Kerber meinst du nicht? Eigentlich die letzte aus der deutschen Riege, die jetzt wieder Furore gemacht hat, die wieder oben auf war. Weiß das jemand aus dem Studio? Weiß keiner. Nee, du meinst sicherlich die Petkovic. Ja. Die kannst du meinen. Die war eine Weile etwas schwächer und ist jetzt wieder sehr stark. Aber die bringen so 170. Ne, manche sogar noch ein bisschen mehr, aber immer ein bisschen weniger als die. Ich meine, diese Bindung jetzt von diesem Material, wenn ich jetzt mal die sogenannte Angelsehne, würde ich dazu sagen, die sogenannte Sehne hier sehe, das ist ja auch ein ziemlich starkes Material. Ne? Ja, das ist hier schon eine nicht mehr stilgerechte Bespannung. Ja. Das ist nämlich eine Dederon- oder Nylon-Bespannung gewesen. Ja? Die richtigen Schläger wurden ja mit Schafsdarm bespannt. Aha. Kam entweder aus England oder meistens aus Australien. Ja. Ja? Und die waren aber relativ feuchtigkeitsempfindlich und haben nicht lange gehalten. Und mit dem Material hat so die breite Masse dann Tennis gespielt. Und das gibt es heute auch. Ja, dass man solche Schlagmaterialien noch verwendet. Aber die Kunstzeiten sind heute derartig stark weiterentwickelt worden, dass sind wir eigentlich schon wieder bei der Materialdiskussion. Die hatten wir sehr oft, vor allen Dingen gerade so bei vieler Gründungszeiten vom Radsport. Und ist ja immer eine Materialfrage, wie ging das wieder alles los?
diese Materialfrage, die wir jetzt vor uns liegen haben, was, weil wir sagen, es ist alles erschwinglich, jedermann Mensch kann Tennis spielen. Was kostet so ein Tennisschläger im Schnitt heutzutage? Da sind die Unterschiede doch recht groß. Du kannst einen Schläger kaufen, der kostet, was weiß ich, 500 Euro. Ja. Du kannst aber insbesondere für solche, die anfangen mit Tennis spielen, auch einen recht vernünftigen Schläger für 60, 70 Euro kaufen. Und insbesondere, wenn die Entwicklung des jeweiligen Schlägers schon eine Weile vorbei ist, sprich, wenn in der Zwischenzeit ein Haufen Neuentwicklungen gekommen sind, dann kannst du auch gute Schläger zu einem relativ günstigen Preis, so um die 100, 120 Euro kaufen, jede Zeit. Ja? Und es gibt ja dann auch noch Entwicklungen, die speziell für Kinder sind und die sind dann auch vom Preis her durchaus erschwinglich. Kinder war die richtige Brücke zu meiner nächsten Frage. Nachwuchsarbeit. Wir haben ja festgestellt, jetzt historisch, irgendwann wart ihr denn da, irgendwann habt ihr das Geschehen hier übernommen in Stendal in der Entwicklung. Wie ist das bei euch vom Verhältnis her zwischen denen, die erwachsen sind und den Kindern und den Jugendlichen in so einem Sportverein? Weil ich mal sage, rein gefühlsmäßig, ohne Ahnung zu haben jetzt davon, würde ich immer sagen, Konzentration legt sich, glaube ich, beim Tennissport in den Erwachsenenbereich. Aber ich glaube, da täusche ich mich. Wenn ich zum Beispiel eure Festschrift lese, dann liegen eigentlich die Erfolge bei euch beim Tennis mehr in den jugendlichen Bereich. Ja, die sind auch Landesmeister etc. Sagen wir mal, es ist heute so. Als diejenigen jung waren, die heute über 70 oder um die 70 sind, hatten wir auch in den allgemeinen Klassen sehr, sehr gute Spieler. Einen hatte ich schon erwähnt, Janosch Riedlinger, ein zweiter ist Manfred Augustin. Ja. Für Stendaler Verhältnisse gesehen waren das alles sehr, sehr gute Tennisspieler. Und es gab auch noch eine Reihe anderer, die ich hier nicht alle nennen will, die die Leistungsstärke im Stendal mitbestimmt haben. Und die erste Herrenmannschaft und vor allem auch die erste Damenmannschaft von Stendal war immer in den höheren oder höchsten Spielklassen des Landes Sachsen-Anhalt beziehungsweise vorher des Bezirks Magdeburg vertreten. Mhm. Ja. Und da war schon in Stendal einiges an Leistung zu finden und es gibt auch eine ganze Reihe von Meisterschaften, in denen Spieler unseres Vereins, sage ich mal, erste, zweite oder dritte Plätze errungen haben. Wie gesagt, an der Spitze steht da mit Manfred Augustin und Janosch Riedlinger, sind da zwei, die sehr, sehr viele, auch Einzelmeisterschaften, Mannschaftsmeisterschaften, Doppelmeisterschaften gewonnen oder zumindest vordere Plätze belegt haben. Okay, nun haben wir uns ja über nationale Spieler unterhalten. Gibt es bei euch, ohne dass ich jetzt reingucke, gibt es bei euch auch jemand, der es eventuell auch geschafft hat, international? Nein, mit? Da gibt es bei uns keine. Wir sind eigentlich schon froh, wenn wir jetzt einige jüngere Spieler haben, die in ihrer Altersklasse U10, U12 mit in Deutschland gegen die ganz Guten bestehen können. Aber das sind immer Ausnahmen. Meistens sind unsere Spieler doch noch eine Klasse schlechter. Und nicht nur Stendal, sondern überhaupt der Tennisverband Sachsen-Anhalt ist ja kein Verband, der über eine riesige Leistung in der Spitze verfügt. Er ist einer der kleinsten Tennisverbände, die wir in Deutschland haben. Ja. Und er ist auch einer der leistungsschwächeren Verbände. Also wir können uns mit Niedersachsen, mit Bayern, mit Berlin, können wir uns überhaupt nicht messen. Und wenn mal solche Spieler an einem Turnier teilnehmen, beispielsweise die Jugend in Osterburg, wenn dort ein ATP-Turnier, ein Leistungsturnier, ein deutsches Leistungsturnier veranstaltet wird, dann freuen wir uns jedes Mal, wenn da ein, zwei Jugendliche von uns
mitmischen können und zumindest vordere Plätze erreichen. Wir haben solche, die das können. Ganz früher war es mal eine Sibylle Ponert, eine Linda Trautmann. Ja, die Sibylle Ponert kenne ich sehr gut. Die ist mit meiner Tochter zusammen zur Schule gegangen. Ja, die ist jetzt. Diese Entwicklung war deswegen für mich so interessant. Immer wenn meine Tochter nach Hause kam, hat sie von Sibylle Ponert erzählt. Ja. Und die Sibylle ist ja auch mehrfach, die ist hier mehrfach drin. Mehrfach verarbeitet, hat ja unzählig viele Landesmeister. Ja. Ja, unzählig viele. Und hat ja darüber, und die Mutti ist ja auch eine Tennisspielerin. Die Renate Ponert ist ja bei euch im Vorstand, glaube ich, mit drin. Ja, sie ist Jugendwart, sie ist für die Jugend verantwortlich und macht eine sehr verantwortliche Tätigkeit. Ja, das ist eine Form, wie Kinder zum Tennis kommen, dass ihre Eltern schon Tennis gespielt haben und natürlich ihre Kinder von klein auf mit auf den Tennisplatz bringen. Und bei manchen gelingt es dann auch, dass aus den Eltern jüngere Spieler hervorgehen, die vielleicht noch besser wären als ihre Eltern im Tennis mal gewesen sind. Da könnte man die interessante Frage stellen, was hast du es geschafft, dass deine Frau mal Tennis spielt? Nee, ich habe es nicht geschafft. Das war schon vorhanden, als ich sie kennengelernt habe. Aber sie hat Tennis gespielt. Aber und du ihr von so einer besonderen Art des Tennis. Na, sie spielt eigentlich mehr das, was wir so als, sagen wir mal, als Kaffeetennis bezeichnen. Also kein Kavaliersdelikt. Tennis, nein, das ist ein Tennisspielen, was man so macht zur Freude. Und an der Bewegung und mit der Bewegung. Das ist so, wenn man keine Punktspiele weiterspielt. Sie hat auch mal Punktspiele mitgemacht, aber nicht in einer oberen Klasse, ist auch nicht notwendig. Ja. Spaß macht's in jeder Klasse. Ja. Man muss manchmal nur einen Gegner haben, den man auch mal schlagen kann. Ist sehr interessant, meine Damen und meine Herren. Kaffeetennis, ja? Merken Sie sich das, Kaffeetennis. Naja. Nehmen Sie Ihre Frau mit zum Training oder lassen Sie sie spielen und dann ist das Kaffeetennis. Ich habe ja hier auch so viele historische Bilder. Ja. Da stellt sich eigentlich die Frage, du hast ja eingangs gesagt, du bist kein gebürtiger Stendaler. Nein, bin ich nicht. Bist aber die graue Eminenz und hast an diesem Teil unwahrscheinlich viele Stunden, Tage, Wochen und Monate dran gehangen, dass dieses Ding 2012, es war zufälligerweise Parallelzeit unserer ersten Wandersportausstellung beziehungsweise unserer ersten generellen großen Sportausstellung in Stendal, da seid ihr euer großes Jubiläum begangen. Wo hast du das alles her, dieses Material? Warst du so derjenige, der rum ist und gesagt hat, wer hat noch was, wer kann noch was? Oder warst du eigentlich neben denen, dass du jetzt Ehrenvorsitzender bist, davor Vorsitzender warst auch eine ganze Zeit, derjenige, der auch diese Chronikarbeit nie aus der Hand gegeben hat? Aus der Hand gegeben kann man vielleicht nicht so sagen. Es hat sich früher so stark kaum einer gekümmert. Freddy Augustin hat sich sehr viel gekümmert, von dem sind auch sehr viele Zeitungsartikel aus der Zeit, aus der DDR-Zeit. Ja. Es gab einige ältere Spielerinnen und Spieler, die Schwarz-Weiß-Fotografien und Ähnliches gemacht haben. Ja. Und von einigen dieser ehemaligen Spieler habe ich auch bestimmte Bilder bekommen, manchmal zu traurigen Anlässen, wenn diese dann nicht mehr unter den Lebenden weilten. Aber Erika Sieth beispielsweise ist eine ganz bekannte Tennisspielerin Stendal gewesen. Das waren so die Anfänge. Und dann hatten wir natürlich über die Zeit der DDR sehr, sehr viele Spielberichtsbogen, Zeitungsannoncen. Im Gegensatz zu einer Großstadt berichtet ja in so einer Stadt wie Stendal die örtliche Presse, die regionale Presse, viel intensiver auch um Sportveranstaltungen, die nicht gerade Weltspitze sind. Und so haben wir da sehr viele Artikel auch gefunden und kann man auch jetzt noch finden, die über den Sport in Stendal ganz allgemein und auch im Besonderen über unseren Sport im Tennis berichtet haben. Und das sind die Anfänge für so eine Chronik gewesen. Dann habe ich noch ein paar Unterlagen, die vorherige Sektionsleiter zusammengestellt haben.
Ich habe hier einen am Wickel, Tetz. Tetz, das war der Erste. Der Willi Tetz war sowohl Platzmeister. Sektionsleiter, Übungsleiter und Platzmeister. Das war die Seele Anfang der 50er Jahre, als die Plätze wieder ins Leben gerufen und auf Vorderbein gebracht. Die Frage hätte ich nämlich heute gestellt, was macht ein Übungsleiter und Sektionsleiter mit einem Schlauch in der Hand? Er ist nämlich hier mit dem Schlauch. Er sprengt die Plätze. Und er hat nicht diesen berühmten Schläger. Den hat er auch gehabt. Ja, aber er hat eine typische Platzwartfunktion, die er hier ausübt. Das war auch so ein Allrounder, den konntest du überall hinstellen, den konntest du überall laufen lassen. Wenn du weiter vorne blätterst, da siehst du noch das allererste Clubhaus, was wir damals nach dem Zusammenbruch hatten, noch ein Stück weiter vorne. Diese kleine Bude, die existiert nicht mehr. Die mussten wir dann abreißen. Da sind heute ein paar Parkplätze. Aber das war der Beginn eines sogenannten Clubhauses. Das war eigentlich weiter nichts als eine Umkleidekabine für Männlein und Weiblein. Ja. Und mehr als zwei Personen konnten sich da drin nicht aufhalten. Aber das war halt der Anfang. Und dann ging es weiter und dann kam eben das nächste Gebäude. Das war in der schweren Zeit, 1947, 1948, wurde uns ein Abrissgebäude zur Verfügung gestellt. Ja. Und dort haben die damaligen, auf einer Seite sind auch noch eine ganze Reihe von Aktiven, die damals mitgewirkt haben, zusammengestellt in der Chronik. Die haben dann die Ziegel gekloppt und dann wieder für diese kleine Umkleidehäuschen einsetzen zu können. Ich sehe gerade, 1954 ging dann der Rohbau weiter. Ja, das war dann der nächste. Und vom Prinzip her, da steht ja auch noch heute. Ne? Dieses Teil ist heute das Mittelteil des Flachbaues. Ja. Der eigentliche große Bau, wo der Clubraum drin ist und die Küche drin ist, der ist erst sehr viel später gekommen. Der ist dann unter starker Mitwirkung vom RAW Stendal, von der Stadt Stendal und von den damaligen Mitgliedern 1980 in Betrieb genommen worden. Und die Inbetriebnahme war zum Tag des Eisenbahners und das hat damals Kuno Lemme durchgeführt, der dann BSG-Vorsitzender von Lok Stendal war. Ich habe nämlich auch vorhin die bewusste Frage gestellt mit eurer Sportkleidung. Alles schick immer in weiß und so, weil ich eigentlich gefunden habe in deiner grauen Eminenzarbeit, sprich die schöne Festschrift, die mir hier vorliegt, das ist der Fest. Tag des weißen Sports. Ja. Das heißt, 25 Jahre, was du vorhin sagtest, dieses HTC, 25 Jahre HTC, war das wirklich noch der weiße Sport? Ja, so war es. Deswegen kam ich vorhin auf diese Sportkleidung zu sprechen. Hätte sich keiner getraut, in dunklen Socken auf die Anlage zu kommen, das wäre gar nicht drin gewesen. Ja, das war auch nicht so vorgesehen und es war vielleicht für manchen belastend, dass das so war, aber die große Masse hat sich danach gerichtet. Die heutige Zeit ist kunterbunt, auch beim Tennis. Ja, auch beim Tennis. Auch beim Tennis. Man muss nur sehen, was sie alle so anhaben, die Spitzen des Sports, ob das Federer ist, ob das Nadal ist, oder wie. Die haben ganz selten weiße Sachen an und weiß gehen sie in Wimbledon. Das ist der Bereich, wo heute noch diese Tradition gewahrt ist. Das ist der einzige. Kann man, weil ich es hier nicht gefunden habe, kann man sagen, wie weit geht eigentlich die Tennistradition historisch zurück? In welches Jahrhundert? Die Vorläufer, da gibt es verschiedene Ansichten. Die gehen ja zurück bis ins Mittelalter. Aha. Die haben dann solche Spiele. Aber man hat immer über dieses Bodennetz gespielt. Ich sag mal Bodennetz. Ja, aber sie haben auch ganz harte Beiner Steine gehabt, mit denen sie gespielt haben. Ja. Und das Tennis, so wie wir es heute kennen, hat sich so Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm.
Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850, 1860. Haben wir alles Unterlagen da, möchte ich heute nicht hier im Vordergrund stellen, müsste ich mich auch über einiges erst noch wieder informieren. Also du bist jetzt auch der gemachte Mann, was die Chronikarbeit anbetrifft. Ich habe es nicht so umsonst gesagt. Für alle Sportvereine, die heute wieder zuschauen, unser Sportstudio, sowas muss natürlich auch wieder in der Hand behalten werden. Ja? Weil irgendwann gibt es dann mal ein 125-Jähriges. Es ist eben schade. Man beobachtet das manchmal in der Entwicklung mancher Sportvereine. Wenn das von dem Vorsitzenden nicht straff jemand übertragen wird, dann kann es passieren, das ist irgendwann mal die letzte gewesen. Also wir als Stendaler wünschen uns, wir haben jetzt 103 Jahre, 103-Jähriges. Wir als Stendaler würden uns natürlich wünschen, dass wir die 110., die 125., dass dieses Material ständig ergänzt wird. Ne? Muss aber dann ein anderer ergänzen. Richtig. Denn in dieser Zeit, also das Lebensalter von Johannes Heesters werde ich nicht erreichen, denke ich mal, auch wenn Sport gesund erhalten ist. Ja. Aber ein paar Jahre kann man noch bestimmte Materialien zusammenfassen und dann muss ich halt wieder einer finden Der gute Jahrgang 1934, also 19 Jahre, die gebe ich dir noch. Tennis hält jung und Tennis hält dich in Schwung, um das mal als Versreim zu sagen. Also ich kann mir das gut vorstellen. Aber trotzdem wollen wir jetzt mal das Alter verlassen, wollen wir eigentlich mal eine junge Generation rein. Wie ist denn die Organisation? Ihr seid ja nur selbstständig, seid ihr seit 1993, am 9. Dezember, glaube ich, war das. Wie ist denn die Organisation im Verein der Nachwuchsarbeit? Die Nachwuchsarbeit, wir haben, wie gesagt, erstmal. Ist das jetzt nur familiär alles angebunden? Nein. So wie wir das wir Beispiel führen seit Anbeginn ein ganz regelmäßiges Training für alle Altersklassen der Jugend durch. Ja. Das wurde immer von unterschiedlichen Übungsleitern bzw. Trainer C gemanagt. Die wichtigsten waren jahrelang Janosch Riedlinger, natürlich Renate Ponert selber auch. Und dann kommen aber noch andere hinzu, die heute noch aktuell sind. Dr. Wilfried Wollenberg beispielsweise, Reinhard Breetz und zwischenzeitlich war es auch mal Manfred Augustin, Kirsten Puhlmann, die dann mitgearbeitet haben. Und die haben dann das Training in den dafür festgelegten Zeiten durchgeführt. Wir haben also festgelegte Trainingszeiten, montags, dienstags, Mittwoch, Donnerstag und Freitag gibt es bestimmte Zeiten, und das ist im Trainingsplan festgelegt, der dann für verschiedene Gruppen wahrgenommen wird. Nicht? Und da haben wir eigentlich immer bestimmte Sportler, Tennisspieler aus unserem Verein gehabt, die dieses Training durchführen. Wir haben jetzt in der neuesten Zeit für die Leistungsstärksten unter Umständen noch überregional bestimmte Unterstützung. Ja. Thomas Schumacher ist beispielsweise einer gewesen. Jetzt ist es die Katharina Scholzeck. Und der Maxim Pevestorf von Einheit, die dann bestimmte Stunden übernehmen. Und dieses Training wird teilweise von den Eltern direkt ganz getragen. Oder aber wir machen das auf der Ebene halbe-halbe, sprich der Verein nimmt aus seinen Mitteln, die er hat, einen Teil für die Trainingsarbeit in der Jugend. Und die zweite Hälfte müssen die Eltern das beisteuern. Deshalb ist das auch heute, wenn man leistungsmäßig weit nach vorn kommen will, ist das A, eine sehr zeitaufwendige Sache für die Eltern auch, nicht bloß für die Spieler und Spielerinnen selber. Ja. Und es ist auch nicht ganz billig, das muss man schon sagen. Ja. Das ist auch heute nicht anders, wenn man beispielsweise sieht, was dafür Gelder dann auch notwendig sind, um so ein Training zu realisieren. Das ist schon nicht für jeden durchführbar. Und wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, dass wir einiges in unserem Verein dazu regulieren können. Das machen wir auch. Ja. Beispielsweise hat der Dr. Wollenberg eine ganze Reihe von Sponsoren
gefunden. Die Teile des Wintertrainings, das ist ja die Halle, die müssen wir ja auf alle Fälle bezahlen. Ja, ja. Die Hallenstunden werden dann teilweise über diese Sponsorengelder mit abgewickelt. Der andere Teil wird, wie gesagt, wieder von den Eltern bzw. vom Verein übernommen. Ja. Und das ist alles doch ganz geregelt. Und man sieht es auch, nicht nur Einheit Stendal, die ja jetzt doch etwas größer und auch leistungsstärker sind als wir, sondern auch wir haben in der Jugend sehr, sehr viele gute Ergebnisse gehabt. Beinahe mehr bei den Mädchens als bei den Jungen. Aber leider die meisten von denen, so wie Sibylle Bunert, Linda, habe ich vorhin schon erwähnt, Linda Trautmann, die bleiben dann nicht in Stendal, weil sie durch ihre berufliche Entwicklung, erst Studium, dann berufliche Entwicklung, ja, nicht mehr hier sind. Und nur ein paar von denen, wo die Eltern vielleicht in Stendal ganz gut etabliert sind oder die irgendwie eine verantwortungsvolle Tätigkeit hier aufnehmen könnten, bleiben dann bei uns. Und jetzt haben wir beispielsweise die praktischen Beispiele. Wir haben eine Madeleine Lüttke. Das ist eine sehr bekannte, sehr, sehr disziplinierte und auch leistungsstarke Spielerin. Ja, die hat erstmal bei uns im Verein keine Möglichkeit mehr, sich weiterzuentwickeln. Deshalb ist sie dann eine Weile nach Magdeburg gegangen und nun in Magdeburg war es nicht ganz so ideal, spielt sie für TC. Ich benieße es. TC Osterburg, TC Osterburg, ja, und spielt dort mit. Und wir haben jetzt eigentlich zwei ganz junge, die Charlotte Zimmermann ist ein kleines Mädchen, die hier bei uns die leistungsstärkste ist, die auch schon Landesmeister in der U9 ist. Ja. Ja. Und wir haben einen zweiten, das ist der Jonas Fritze, die Mutti ist die Kerstin Kaiberi, der aber eigentlich bei uns groß geworden ist, aber da wir kein zweites Äquivalent für ihn haben, der gleich gut ist, haben wir uns mit Gardelegen zusammen vereinigt. Und voriges Jahr hat er mit dem anderen in Stendal bei uns gespielt. Und für dieses Jahr ist er nun mit in Gardelegen und spielt dort mit dem zusammen in der U10. U12 ist das. Nicht? Und das sind unsere Besten, die wir zurzeit haben. Leider ist die Breite nicht mehr so groß, aber die Vielzahl, wir haben noch sehr viele Kinder. Wir haben insgesamt ungefähr 40 Kinder und Jugendliche und haben zurzeit noch etwa 120 Mitglieder. Wir waren auch schon mal etwas stärker, aber das schwankt immer ein bisschen. Meine Damen und meine Herren, an diesen Ausführungen haben Sie jetzt Folgendes gemerkt. Ein Ehrenvorsitzender, der 81 Jahre ist, noch so arrangiert hier an dem Tisch sitzt und ich sag mal, wie aus der Pistole geschossen, hier mit Namen hantiert. Ich glaube, das hat mal eine Würdigung im Sportstudio an der richtigen Stelle jetzt verdient. Das trifft man nicht überall an. Meistens sind die Ehrenvorsitzenden diejenigen, die warten, ob sie gefordert werden. Dieser Ehrenvorsitzende vom Tennisclub Stendal 1912 e.V., hat eben nicht nur Namen durch die Gegend geworfen, sondern damit den Beweis angetreten, in einem Alter von 81 Jahren, meine Damen und meine Herren, wie arrangiert er noch mit diesem Club verbunden ist. Ich glaube, das ist auch mal wieder ein typisches Beispiel bei uns im Sportstudio, wo wir gemeinsam jetzt feststellen, es kommt nicht auf das Alter drauf an. Die junge Generation und die ältere Generation gemeinsam bestimmen den Erfolg im Sport. Egal wie, aber es kommt darauf an, wie hoch ist das Interesse. Und dass das Interesse von Peter Kaltschmidt eigentlich sehr groß ist für seinen Verein und dass da seine ganze Liebe und sein Leben drin steckt und hoffentlich noch viele Jahre, das haben wir an dieser Stelle gemerkt. Ich muss nämlich auf Zeit drücken, Peter. Wir sind kurz vor Ende der Sendezeit und wir haben noch ein bisschen Talk gemeinsam. Aber bevor wir den Talk gemeinsam machen, mache ich jetzt mal was du gar nicht weißt. Ich gehe davon aus, du bist ja dann doch verwachsener Stendaler.
Und du hast ja die gesamte Sportentwicklung in Stendal, nicht nur den Tennis miterlebt, sondern auch viele andere Dinge. Gibt es irgendwelche Episoden, die du uns heute im Sportstudio eventuell noch erzählen könntest, wo du sagst, also pass mal auf, Tennis ist die eine Seite, aber hier in Stendal ist mal das und das passiert. Das würde mich mal interessieren. Hast du da noch eine Episode für unsere Zuschauer? Muss ich mal überlegen, ob wir da... Du hast so viele, siehst du. Nee. So viele Episoden werde ich gar nicht haben. Aber... Du hattest vorhin eine, glaube ich, mit dem Fußball, ne? Ja, das kann ich natürlich doch sagen. Ja, das wäre sehr schön, wenn du es unseren Zuschauern sagst. Wir haben ja einen sehr renommierten Fußballclub in Stendal, der leistungsmäßig... Nein, das war nicht abwertend. Das war gut. Das war positiv geworden. Der natürlich schon bessere Ergebnisse gesehen hat als heute. Ja. Und ein besseres Ergebnis war das Jahr 1995. Da wollten wir hin. Da ist nämlich Lok Stendal oder SV Lok Stendal im Pokal sehr, sehr weit gekommen. Und am 31.10.1995 hat hier Stendal, nenne ich mal zuerst, weil es unser Heimatverein ist, gegen Leverkusen gespielt im Pokal. Und das war das Viertelfinale im Pokal. Ja. Hat dann leider im Elfmeterschießen, glaube ich, verloren. Richtig. Aber es war eine sehr, sehr interessante Begegnung. Und vor allen Dingen war sie auch sehr, sehr gut besucht. Und damals hatten wir ja noch nicht das umgebaute Stadion. Da hatten wir ja noch das alte Stadion. Ja. Und da gab es nicht einen freien Platz mehr. Aber es gab Rudi Völler, der später Nationaltrainer wurde. Rudi Völler ist auf dem Bild ganz rechts außen unten. Klaus Urbanschik steht in der Mitte als Trainer, der war nämlich damals der Trainer von Stendal, und es sind eine ganze Reihe von interessanten und bekannten Namen in beiden Mannschaften. Da ist beispielsweise ein Ulf Kirsten noch mit bei gewesen bei Leverkusen, zu dem ich persönlich keine Beziehung habe, aber der kommt aus dem Dresdner Bereich, nicht direkt Dresden. Aber ein Stückchen Richtung Bautzen zu, und das war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und davon habe ich jetzt noch dieses Programmheft, was damals herausgegeben wurde. Und das möchte ich dir überreichen. Vielleicht könnt ihr das irgendwie mitverwenden. Ich weiß ja nicht, ob es noch Fußballspieler gibt, die das alles noch aufgehoben haben und das vielleicht für unseren Zentrum zur Verfügung stellen können. Von mir bekommt das mit der Eintrittskarte. Das Ergebnis, ich glaube, das war im Elfmeterschießen, haben wir damals verloren. Ja, nicht? Ja. Das ist da nicht mit veröffentlicht, aber das findet ihr bei Frau Habendorf bestimmt oder in der Chronik von unserem Fußballverein. Ja. Das kann ich, gebe ich dir dann. Da können wir uns schon ganz dolle bedanken, weil der 31.10. vor 20 Jahren, das ist ja eigentlich was Historisches, was du hier gemacht hast. Du sagst, das war schöne Sache damals. Ja. Wir wünschen uns als Stendaler, logischerweise, da sage ich das mal so offen vor der Kamera, wir wünschten uns mehrere so eine schöne Großveranstaltung. Also ich sage mal, gut besuchte, und ich sage mal, so Fußball ist ja eigentlich eine Sportart. Die Geschichte des Fußballs wird ja hier im Sportstudio demnächst noch, deswegen muss ich auch vorsichtig sein, was ich jetzt immer sage, die Geschichte wird ja hier auch nochmal von uns verfolgt werden. Aber für dieses Dokument, was ja 20 Jahre alt wird, da bedanken wir uns schon im Vorfeld, und da kann ich dir auch sagen, nicht nur ich bedanke mich, sondern es bedankt sich auch immer mit mir zusammen Jörg Hosang. Wir tragen eigentlich Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat viele Dokumente zusammen und sagen, wir wollen also diese Dokumente genauso wie das Jahn-Denkmal irgendwie erhalten, der Umwelt so wieder darstellen, sodass man sagt, da stehen Leute davor und erfreuen sich aus der damaligen Zeit. Ich glaube, das war eine gute Episode, um auch dann letztendlich den Übergang irgendwann mal zum Fußball zu finden.
Jetzt kommen wir aber zum Talk. Der Talk ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Kurze Fragen, kurze Antworten. Wenn ich jetzt antworten müsste beim Tennis, ich würde immer nach Boris Becker gucken, aber ich glaube, du hast da eine Überraschung parat. Gibt es generell Idole und Vorbilder im Sport allgemein und im Tennis bei dir? Ja, die gibt es. Das ist aber ein Wunschdenken, die jemals erreichen zu können, weil dafür die Zeit einfach vorbei ist. Ja, Ich bin ein ganz starker Fan von Roger Federer, ein Schweizer. Natürlich auch von Boris Becker, aber mehr von Roger Federer, auch von Nadal. Und das sind Spieler, die man sich nur noch anschauen kann, weil man von Nachahmung nicht mehr sprechen kann. Das ist gar nicht drin. Ja? Und es ist wirklich erstaunlich, wie sich das Tennis in den letzten 20, 25 Jahren nach vorn entwickelt hat. Ja, ich meine, ein normaler Zuschauer wird das gar nicht so bemerken, was du bemerkst als Fachmann. Weil ein normaler Zuschauer kann nur noch unterscheiden, zum Beispiel beim Skispringen, das war ein Telemark-Aufsprung oder das war das war das. Aber ich glaube, beim Tennis ist das auch schwer, zu sagen, wo liegt die neue Entwicklung. Außer, dass wir, das Material wird sich immer weiterentwickeln beim Tennis. Ne? Aber wo liegt die neue Entwicklung? Ich meine auch nicht nur das Material. Es gibt Dinge, die sich im Tennis enorm entwickelt haben. Ja. Das ist erstmal die körperliche Fitness. Früher bist du auf den Tennisplatz gegangen und hast vielleicht ein bisschen Gymnastik vorher gemacht, bei den Übungen und so. Das reicht auch bei den Spielern, die heute wirklich an die Weltspitze wollen oder auch nur an die deutsche Spitze wollen, überhaupt nicht aus. Die müssen ein ganz intensives Training machen, das ist das eine. Ja. Das zweite ist, dass solche guten, schon leistungsmäßig starken Spieler, das alles nicht mehr alleine bewerkstelligen, sondern immer ein Team um sich haben, die diese Aufgabe wahrnehmen. Ob das eine Angelique Kerber ist oder eine Lisicki oder sonst welche, die haben alle ein Team um sich, weil sie selber gar nicht mehr in der Lage sind, alles das so vorzubereiten, was sie durchführen müssen, damit sie die Leistung halten können. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass ich auch eine psychische Betreuung brauche. Ja. Die haben fast alle Psychologen um sich, die dann zumindest im Nachhinein das Spiel analysieren und dann in dieser Hinsicht dann noch Hinweise geben. Aber meistens sind die auch schon im Vorfeld sehr stark eingeschaltet. Und dass manche Spieler dafür auch besser geeignet sind, das zeigt sich bei Boris Becker, die jetzt mit unserer Welt Nummer 1 das Training durchführt und er eben aufgrund seiner Kenntnisse und seiner früheren Leistungsstärke in der Lage ist, auch in allen Varianten besondere Hinweise zu geben. Das heißt, wem trainiert er jetzt? Der Becker? Nein, der Becker trainiert jetzt gegenwärtige Nummer 1. Egal, aber du hast mir geholfen eigentlich beim Talk. Lisicki war vorhin dein Name, den ich... Lisicki, die Sabine. Die Sabine hat mal, glaube ich, bitterböse im zweiten Platz gemacht oder ist ausgeschieden im Finale beim... Das kann durchaus sein, ja. Gut, also wie gesagt, wir setzen den Federer mit auf unsere Liste. Djokovic ist es. Ja, wir setzen den Federer mit auf unsere Liste und den Boris in Anführungsstrichen. Den auch. Ja, Boris ist der beste Thema, Deutsche. Boris hat aber wahrscheinlich woanders die Federn gelassen. Das ist eben, sind immer alles Probleme. Das sind Menschen, die so weit in der Öffentlichkeit stehen. Da ist das immer eine ganz schwere Geschichte. Ja. Aber der Federer, sehr sympathischer Bursche, ich möchte das auch nicht kommentieren. Es ist ja das, was dich beflügelt hat für deinen Sport, was mit Frage Idole und mit Frage Vorbilder hier anstand. Zweite Frage, Vision Sportmuseum. Du hast ja eigentlich das Sportmuseum hier schon bereichert wieder mit deiner Diskussion. Und auch mit dem Material, was du uns jetzt von
Leverkusen hier überreichen wirst. Wir haben die Vision und wir wollen auch bei der Vision nicht locker lassen. So viel, wir werden 2016 an wahrscheinlich gleicher Stelle wie voriges Jahr die 5. Sportausstellung in der Wandelhalle durchführen, weil wir auch jetzt einen Durchbruch hatten. Wir hatten jetzt eine riesengroße Sportausstellung, die Gemeinschaftssportausstellung auf 17 mal 37 Meter, 230 Quadratmeter Ausstellungsfläche in der Nord-Classic-Garage, also am Nordwall. Aber trotzdem, diese Vision geht nie zu Ende. Wir wollen eigentlich sagen, du bist eigentlich auch der richtige Mann, der uns bei unserer Vision mit unterstützen kann, dass wir den Tennissport dort mit präsentieren können. Stehst du hinter dieser Vision? Bin ich A, dazu bereit, und ich sehe auch eine große Notwendigkeit, so etwas zu machen. Ich merke es ja an mir selber und andere auch, wir werden immer älter. Ja. Und bestimmte Dinge, die man früher so im Schlaf her sagen konnte, die sind dann nicht mehr parat. Andere haben sie überhaupt nicht erlebt, sondern sind viel später dazugestoßen. Ja. Wo sollen die sich mal informieren und vielleicht auch weiterbilden über Dinge, die vor ihrer Zeit des Sports gewesen sind? Und dazu ist ein Sportmuseum eine sehr schöne Angelegenheit, bezogen auf, sagen wir mal, die Region in und um Stendal. Ist doch schön. Schön. Wir haben heute die 23. Sendung und wir konstatieren heute, das macht richtig Spaß, das werde ich weitermachen, 23 Studiogäste, 23 gleiche Meinung, Vision Sportmuseum ist gut. Wir können nur sagen, die 5. Sendung war der Oberbürgermeister Klaus Schmutz, der hier saß, auch er, also man kann sagen, 23 Mann stehen voll dahinter. Das heißt, wenn wir dann wirklich mal mit einer Räumlichkeit, die ja noch nicht da ist, beginnen sollten, kann es uns eigentlich nur gut gehen. Nach 23 Sendungen gab es noch nicht einen, der es nicht gut fand, dass wir diese Vision durchziehen wollen. Ja. Das Gleiche wird wahrscheinlich sein zu der Frage, die ich dir jetzt als vorletzte Frage stelle. Rettet das Jahndenkmal. Das ist ja auch eine große Aktion, die wir angefangen haben, 2012 gedanklich eingestellt, aber richtig mit der Sportausstellung in der Volksbank, also mit der zweiten Wandersportausstellung, sind wir dort mit Kraft und Masse und, ich sag mal, in Schwung gekommen. Wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel. Das gemeinsame Ziel wird sein, original am 20. August nächsten Jahres 2016, das wäre der 105. Jahrestag der Einweihung, 15 Uhr war es ganz genau. Unser Historiker, der mit mir gemeinsam tagtäglich eng zusammenarbeitet, Jörg Hosank, hat sogar die Rede noch vom damaligen Oberbürgermeister, ich sag mal, recherchiert und historisch ergründet. Also wir wissen also, was damals dort um 15 Uhr stattfand. Wir wollen Gleiches erreichen. Wir wollen das für die Menschheit, für die Kinder, für die Jugendlichen wieder zugänglich machen. Und bitten euch, überlegt auch mal an euren Vorstand, du hast ja Macht dort, du bist der Ehrenvorsitzende, überlegt auch mal an euren Vorstand, wie ihr den Gedanken rettet das Jahndenkmal der Hansestadt Stendal in irgendeiner Form mit unterstützt. Wir geben euch gerne mal unseren Sponsoring mit, damit ihr auch mal die Einsicht habt, was mit diesem Denkmal zurzeit los ist. Es zerfällt so gut wie. Ja. Wir sind dran, das wieder nach vorne zu holen, und ich glaube, ich spare mir mit einer 81-jährigen Tennislegende die Frage, würdet ihr das unterstützen? Das selbstverständlich unterstützen. Das ist selbstverständlich. Ja. Letzte Frage ist aber dennoch mal eine Frage. Kinder und Jugendliche, wir hatten es ja oft heute, das Thema, hier kam immer U9 und das, Kinder und Jugendliche stehen ja sehr oft in der heutigen Zeit an der Schwelle zum aktiven Sport. Mhm. Persönlich, was würdest du den Kindern, es geht allgemein um Sport, was würdest du den Kindern raten? Es gab aus einer Sendung die Meinung vom Oberbürgermeister, den ich persönlich sehr schätze und der auch sehr viel für den Sport übrig hat, der gesagt hat, endlich anfangen. Ja. Und ich ergänze das Ganze und sage, anfangen ist der Beginn. Dann muss ich durchhalten, mich durchbeißen und auch mal Zeiten in Kauf nehmen, wo es nicht ganz so gut läuft, wie ich mir das selber vorstelle.
Liebe Gäste, ich glaube, einen besseren Schluss konnten wir heute nicht hinkriegen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den mittlerweile seit 2008 Ehrenvorsitzenden des Tennisclubs. Wir bedanken uns bei einer Legende des Tennissports, Aufständer. Wir bedanken uns bei einem langjährigen Aktiven. Ich könnte weitermachen, mache ich aber nicht, weil ich weiß, er ist authentisch und bescheiden. Ihm würde das dann irgendwann, sage ich mal, gar nicht so gut gefallen, wenn ich das täte. Aber was ihm gefällt, das weiß ich hundertprozentig. Ich weiß, wenn er noch lange, lange unter uns bleibt und in unseren Reihen ist, dass er noch sehr viel tun kann, um nicht nur historisch, sondern ich sag mal, die gesamte Entwicklung des Tennissportes weiterhin positiv zu begleiten. In diesem Sinne wünschen wir dir vom Sportstudio der Hansestadt Stendal auf Polnisch, Stolat, 100 Jahre alt sollst du werden. Danke, lieber Peter. Und dazu trinken wir Stockram. Dazu trinken wir Stockram. Okay, alles klar. Dankeschön. Bitte. Bleiben Sie schön neugierig und schalten Sie wieder ein. Die 24. Sendung ist in Vorbereitung. Und dann gehen wir langsam schon auf ein kleines Jubiläum wieder, das heißt die 25. Sendung. Bleiben Sie immer schön neugierig. Danke. Ihr Moderator Horst Paulus. Tschüss.